Wir sind gerade auf Fuerteventura im Plaitas Resort und trainieren hier wie die Weltmeister. Das zweite Mal ist genauso schön wie das erste Mal. Der Unterschied zwischen Training und drumherum ist sehr groß. Das Training ist mega hart, das freut einen nicht immer, ist aber trotzdem notwendig, klar. Aber zum Relaxen ist genug Zeit. Wir haben eigentlich schon viele Dinge gemacht, also grundsätzlich natürlich viele Krafteinheiten, Crossfit-Einheiten und auch Halleneinheiten. Ein, zwei Blessuren aufgetreten im Trainingslager, deswegen Halleneinheiten vielleicht ja, nicht so viel gespielt wie sonst, sondern mehr individuelle Themen wie ja, Würfe oder Kleingruppe. Und ja, wir durften aber nebenbei auch ein paar andere Sachen machen, also morgens durften wir zweimal schwimmen und ansonsten auch noch ein bisschen ja, Tennis spielen, Paddle-Tennis. Da hält das Resort ja einiges an Möglichkeiten offen und die durften wir heute auch schon nutzen. Ja, also Schwimmen ist nicht, gar nicht so meins. Es war beim zweiten Mal schon besser als beim ersten Mal, aber ja, muss ich jetzt nicht unbedingt dauerhaft haben. Also der Ort und das Wetter ist hier, glaube ich, für Leistungssportler, für Amateursportler, für Familien, die sportaffin sind, einfach mega. Also es ist perfekt. Du hast alles, was du dir wünschen kannst. Du kannst dich auf das fokussieren, was du möchtest, auf gesundes Essen, auf Training, auf auch ein bisschen Relaxen und Sonne. Und das an einem wunderschönen Ort. Also ich glaube, der Ort spricht ganz viele Menschen an.